Ihr Ding durchziehen, und Sie haben das angesprochen, heißt ja auch, selbst Dinge in die Hand zu nehmen. Sie sind nicht im Kader gewesen, also anders gesagt rausgeflogen, haben sich auch Ihre Skier selber gerichtet, also sind Ihr eigener Servicemann. Was heißt denn das für uns alle, die das Skifahren aus eigenem Spaß, aber sonst nur aus dem Fernsehen im Rennsport kennen? Was bedeutet das für eine Veränderung, wie wenn man Mitglied des Kaders ist und vom Verband hofiert wird? Boah, das ist ziemlich schwer zu beschreiben. Es ist, wenn man im Kader ist, ist es schon schwer genug, um einfach da sich an der Weltspitze durchzusetzen. Und wenn man natürlich mit der Thematik Skiservice auch noch auf sich selbst gestellt ist, dann braucht es einfach sehr viel Durchhaltevermögen und Disziplin, sage ich mal, und Ausdauer, dass man einfach das auf sich nimmt und da durchbeißt, weil es doch einige Stunden sind, die man im Skiraum verbringt, wo man eigentlich sich ausruhen sollte oder Kondition trainieren sollte. Nichtsdestotrotz habe ich das aber gewissen, dass ich das will, dass ich das noch einmal probieren will, und ja, habe da jetzt wegen dem auch nicht irgendwie um eine Hand gekümmert, dass ich da das jetzt selbst machen muss. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich rundum auch sehr viel Unterstützer habe, die mich da wirklich richtig, richtig gut unterstützt haben, und da bin ich sehr dankbar dafür. Jetzt hat's, das haben Sie gestern im Interview mit Rainer Pariasek im ORF auch gesagt, du hast das Angebot des ÖSV gegeben, einen Servicemann beizustellen, aber er wächst weiter selber. Ja, richtig. Also nach Madonna ist der ÖSV auf mich zugekommen und hat gesagt, sie möchten mich in dem Bereich unterstützen. Sie bieten mir an, dass ich einen Vollservice kriege wieder. Ich habe dann lang hin und her überlegt, was ich tun soll, und habe dann dankend abgelehnt. Also ich habe wirklich gesagt, ich weiß es zum Schätzen, dass ihr mir da jetzt unter den Daumen greifen wollt, aber ich habe für mich einfach entschieden, dass es für mich wichtig ist, dass ich in dem Bereich jetzt weitermache, wie ich angefangen habe, weil es einfach eine unglaublich wichtige Geschichte ist im Skirennsport, dass man das Vertrauen hat ins Material auch. Und so habe ich einfach gewusst, okay, mein Material ist einfach perfekt hergerichtet und so, wie ich es kenne. Und auch wenn es jetzt der Service mal super gemacht hätte, es wäre einfach anders gesehen, wie sie gemacht hätte, weil jeder ein bisschen andere Hand hat. Und das habe ich einfach vor dem Jänner jetzt nicht ego, weil er das Risiko. Darum habe ich mich entschieden, dass ich das weiterhin selbst mache.